Was ist ISDS? Mit neuen internationalen Abkommen will die EU ausländische Investoren anlocken. Sie verspricht ihnen ein besonderes Privileg. Das Investor State Dispute Settlement, ISDS. ISDS heißt, dass die Investoren gegen staatliche Maßnahmen vor privaten Schiedsgerichten klagen können. Dort entscheiden keine unabhängigen Richter, sondern konzernnahe Anwälte. Dieses exklusive Klagerecht kann uns und unsere Demokratie teuer zu stehen kommen. Ein Beispiel dafür ist der Atomausstieg. Den Energiekonzernen passt es nicht, dass Deutschland aus der Atomenergie aussteigt. E.ON und RWE klagen deshalb vor dem Bundesverfassungsgericht. Doch Vattenfall zieht als schwedischer Konzern zusätzlich vor ein privates ISDS-Schiedsgericht und verlangt 3,7 Milliarden Euro. Diese Schiedsgerichte tagen hinter verschlossenen Türen. Die Prozessakten sind fast immer geheim. Die Entscheidungen treffen jeweils drei Anwälte, die für große private Kanzleien arbeiten. Je nach Fall wechseln sie die Rollen. Mal sind sie Ankläger, mal Verteidiger, mal Schiedsrichter. Diese setzen sich auch über Urteile von Verfassungsgerichten hinweg. Die Schiedsanwälte kassieren hohe Honorare. 1000 Dollar pro Stunde sind üblich. Ihre Kanzleien werben ganz direkt bei Konzernen dafür, möglichst häufig zu klagen. Sie zeigen zum Beispiel, wie durch Niederlassungen in bestimmten Ländern noch mehr ISDS-Klagen eingereicht werden können. So verlagerte das kanadische Unternehmen Lone Pine seinen Sitz in die USA, um Kanada zu verklagen, wegen eines Fracking-Verbots. Schiedsanwälte helfen Konzernen auch dabei, Geld für immer mehr Klagen aufzutreiben. Um am Gewinn beteiligt zu werden, strecken Anleger Prozesskosten vor. Ein florierendes Geschäft. Auf Kosten von Steuerzahlenden, Umweltschutz und sozialen Errungenschaften. Denn wenn der Staat nicht zahlen will, muss er die den Konzern störende Regelung wieder abschaffen. So wie die Umweltauflagen für das Kohlekraftwerk in Hamburg-Moorburg. Sie wurden gekippt, weil der Eigentümer Vattenfall 1,4 Milliarden Euro Entschädigung verlangte. Schon die Drohung mit ISDS-Klagen kann dazu führen, dass Maßnahmen für Umwelt- und Verbraucherschutz oder soziale Reformen gar nicht erst beschlossen werden. Die Zahl der ISDS-Klagen steigt rasant. 568 Fälle sind weltweit bekannt. Konzerne klagen zum Beispiel gegen eine Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns, gegen Maßnahmen zum Gesundheitsschutz, gegen das Verbot einer Giftmülldeponie im Trinkwassergebiet, gegen die Entschädigung von Opfern der Apartheid, gegen die Rücknahme von Wasserprivatisierung oder gegen Bankenrettung. Solche Klagen werden weiter zunehmen, wenn die geplanten Abkommen mit den USA und mit Kanada durchgesetzt werden. Allein diese beiden Abkommen würden über 100.000 Unternehmen ermöglichen, den Rechtsstaat zu umgehen. Darunter viele der weltweit größten Konzerne wie Monsanto, Exxon, Nestlé oder BASF. Helfen Sie, diese Abkommen zu stoppen, bevor es zu spät ist. Teilen Sie dieses Video und unterzeichnen Sie jetzt gegen TTIP und CETA.